Shibora ist wohl bald Armine. Entwarnung bei Cedric Brunner. Van der Horn wechselt in die Heimat und die Kulturwoche startet bald. Viele Themen sind es nicht, aber es reicht trotzdem so gerade für eine weitere Folge. Alm-Update nach dem Intro. Geht's los. Gleich mal vorneweg, es kann sein, dass dieser Deal schon über den Tisch ist, wenn das Video online kommt. Ich nehme das ja immer einen Tag vorher auf, also nicht wundern, wenn er schon da ist. Lennart Shibura heißt der gute Mann, da der Deal mit Ullmann ja anscheinend geplatzt ist, muss sich Arminia jetzt natürlich umschauen nach einer Alternative und scheinbar ist man da in Italien fündig geworden. Wir schauen mal auf die wichtigsten Daten von Shibura. Seine Position ist das linke Mittelfeld. Er kann aber auch sehr gut sogar auf der Linksverteidigerposition spielen, gerade das, was wir brauchen. Er ist 22 Jahre jung, 1,81 Meter groß. Sein Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro und sein Vertrag gilt noch bis 2024. In der letzten Saison war er von Atalanta Bergamo nach Genua ausgeliehen. Laut 90 Plus hat ihn Genua sogar schon für 5,5 Millionen gekauft. Jetzt verhandelt Arminia mit Genua. Er soll wohl eine Leihe mit anschließender Kaufoption sein. Dies berichtete sogar schon der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano. Und ganz ehrlich, wenn der was berichtet, dann stimmt es zu 95% überein. Damit würde er natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit Jakob Lausen ersetzen, der in den ersten Spielen jetzt keine schlechte Form abgegeben hat, aber trotzdem keine überzeugende. Im Spiel gegen die Spielvereinigung Fürth musste unser Rechtsverteidiger Cedric Brunner in der 66. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nachdem sich jetzt schon viele Sorgen gemacht haben, dass unser einzig gelernter Rechtsverteidiger längerfristig ausfällt, gab es bereits auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Entwarnung. Trainer Frank Kramer sagte dazu Folgendes. Er hat in der Halbzeit schon angegeben, dass die Adduktoren ein bisschen zugemacht haben. Er ist noch so lange gegangen, solange der Sprit gereicht hat. Und wenn es dann zumacht, ist es besser, ein frischer Mann kommt. Es sind verhärtete Adduktoren, sagen wir es mal so. Damit kann das Gebange eingestellt werden. Cedric Brunner wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gegen Eintracht Frankfurt auf dem Platz stehen. Den Aufenthalt bei Arminia in der Bundesliga hätte sich Mike van der Horn sicherlich anders vorgestellt. Anfang der letzten Saison wurde er vom englischen Zweitligisten Swansea City ablösefrei verpflichtet. Seitdem hat er bei Arminia 24 Einsätze gehabt, die wenigsten allerdings von Anfang an. Zu Beginn der Saison 2021 konnte er noch einige Minuten sammeln, doch mit nachlassender Leistung wurden auch diese immer geringer. Jetzt kehrt er zu dem Verein zurück, wo er auch schon seine Jugend verbracht hat, nämlich dem FC Utrecht. Es handelt sich hierbei um eine Leihe mit Kaufverpflichtung, also wird der DSC und Mike van der Horn auf jeden Fall getrennte Wege gehen. Sami Arabi sagte zu diesem Transfer Folgendes. Mike ist mit seinem Wunsch, in die Heimat zurückzukehren, auf uns zugekommen. Da er zum zweiten Mal Vater geworden ist und sich jetzt kurzfristig die Möglichkeit für ihn ergeben hat, nach Utrecht zurückzugehen, haben wir seinem Wunsch entsprochen. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Arminia-Trikot in der letzten Saison, in der wir auch dank seines Engagements den Klassenhalt in der Bundesliga geschafft haben. Für seine sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm das Allerbeste, Gesundheit und viel Erfolg. Auch wenn man sich natürlich viel mehr von ihm erhofft hat, wünschen auch wir Fans, denke ich mal, ich auf jeden Fall, ihm alles Gute und Glück für die Zukunft in der Heimat. Am Dienstag, den 31. August 2021, startet der erste Tag der Kulturwoche bei Arminia Bielefeld. Das Event startet aufgrund dessen, dass die Menschen wegen der Corona-Pandemie lange keine Veranstaltungen mehr besuchen konnten. Los geht's am Dienstag, den 31. August. Auf der Arminia Homepage sind dazu komischerweise gar keine Angaben vorhanden, aber in einem Facebook-Post steht, dass Fußball MML kommt. Das ist eine Fußball-Podcaster-Gruppe bestehend aus Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Bei ihrem Podcast geht es um aktuelle Geschehen rund um den Fußball. Am Mittwoch geht es dann weiter mit einer Comedy-Show von Nele Kiesling und Marvin Meinold. Hier kostet der Eintritt für Vollzahler 20 Euro, ermäßigt 16 Euro. Am Donnerstag geht es dann weiter mit einer Zeitreise durch die Arminia-Geschichte von Elf Freunde, Chefredakteur und Arminia-Fan Philipp Köster. Der Preis ist der gleiche wie bei der Comedy-Show. Und am letzten Tag, nämlich am Freitag, den 3. September, gibt es einen draußen Poetry-Slam auf dem Spielfeld. Karten gibt es für die Blöcke I, A und J. Der Preis liegt bei 10 Euro für Vollzahler und 8 Euro für
für Ermäßigte. Die Eintrittskarten für die jeweiligen Veranstaltungen könnt ihr unter Eventim buchen, Einlass natürlich nur mit 3G-Nachweis. So, das soll es also von dieser Folge Alm-Update gewesen sein. So viel ist nicht passiert, aber nach 2 Wochen wird es mal wieder Zeit für ein Alm-Update. Lasst eure Meinung wie immer gerne in den Kommentaren da, lasst auch sehr gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr auf diesem Kanal nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne bin ich dann raus, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia.